Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3, die Fortsetzung von Teil 1 und 2. Und ich hänge immer noch hier fest. Denn ohne das geht gar nichts. So, wir machen nochmal alles in die Mitte zurück jetzt hier. Ja. Geht gar nicht mehr. Lol. Ah. Hä? Warte mal, was? Okay. Warte mal, wie war denn das jetzt? Das war doch irgendwie. So war das jetzt. Ist das vielleicht dann andersrum? So? So? Nein. Hä? Muss das da oben vielleicht in der Mitte bleiben? Okay. Okay. Ja gut. Da haben wir wieder was gefunden, würde ich sagen. Also das Tutorial an sich ist schon sehr komplex. Da frage ich mich, wie das restliche Spiel wird. Wir haben einen Turm. Der passt bestimmt da drauf. Ja. Okay. Und jetzt? Ich habe nichts gemacht. Hilfe? Ach du. Ja. Hilfe. Und jetzt? Da hinten ist ein Taucherhelm. Ein ganz altmodischer. Das hat Scharniere. Talisman, bla bla bla. Kann ich nicht öffnen. Schade. Nö. Da kommt Dampf raus. Ah. Ich würde dich gern... Ach, geht nicht, wegen den Dingern da dran. Okay. Was ist hiermit? Hier gehört sicher eine Art Griff ran hin. Ja. Eine Geweihstange. Und mal wieder ein wunderschöner Brief, den ihr euch gerne... durchlesen könnt, wenn ihr auf Pause klickt. Andere Seite ist nix. Das sieht seltsam aus. Okay. Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Auch nicht, hä? Da oben kann ich nichts anklicken. Okay.
Sonst noch irgendwas im Raum? Nö. Nö, das passt nicht. Ja, für was ist das Geweih gut? Kann ich das da oben drauf setzen? Da ist immer noch dieser kleine Böppel. Nee. Okay, ich muss mir den Taucherhelm am Fenster anschauen. Hab ich doch schon. Ich glaube nicht, dass das irgendwie hier reinkommt. Nee. So erkenne ich auch nichts. Eine der Flügelmuttern auf dem Tauchhelm unterscheidet sich von den anderen. Was? Stimmt, die hier. Wow! Eine Messingniete. Aha. Wo könnte man die anbringen? Da oben. Okay. Eine Metalleichel. Alles klar. Das Tutorial ist mal so hart komplex gemacht dieses Mal. Das ist ja krass. So. Und da geht's wieder ins Loch. Ja, das war einfach. Ja, das war sehr einfach. Wir haben einen Metallzeiger. Aber kommt er vielleicht daran? Nee, hä? Lol. Okay. Gab's da noch irgendwas? Ich glaube, wir hatten alles an dem Insekt. Ja, hier hatten wir auf jeden Fall alles. Hier muss irgendein Instrument geben, dem ein Zeiger fehlt. Aber wo? Ich wüsste halt jetzt nur das Kompassstück hier. Oder die Glockenuhr. An der Seite des Tauchhelms befindet sich ein Instrument, der auch etwas. Ah, ja, gut. Das war, glaube ich, hier. War das hier? Nein. Nein.
Nein. Du bist doch gerade aufgegangen. Ja. Irgendwas mit einem Sechskant war da jetzt. Mit dem Okular sehe ich nichts. Okay, S und so eine komischen Wellen. Kann ich das auch so drehen? Nee. Nee, so rum bestimmt. Dann war das in der Mitte. Und das. Ein Kupferhahn. Hier, Dreieck. Das war doch hier, hier unten dran. Sesam, öffne dich. Oder auch nicht. So? So oder so. Arschlochspiel. Was ist das jetzt mit dem Helm? Wir haben jetzt mehrere Sachen. Nee, zu dir wollte ich nicht. Nein. Nein. Ja, nu? Da hoch kommt er bestimmt auch nicht. Nee. Da ist noch irgendwas. Komm ich vielleicht? Nein. Auf der Seite der Kiste im Steinkreismodell befindet sich ein gezeichneter Baum. Stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen. War doch der Yggdrasil. So ein ganz komisches Ding. Haha. Ja. Okay. Ist das das Geweih von Ektür? Oh ne, ich muss das jetzt hier auch noch nachbilden, ne? So. Bleibt aber stehen. So. Und da kommt jetzt der Kristall rein, das sieht man schon. Boah, ist das geil gemacht.
Ein leuchtender Edelstein. Ein leuchtender Edelstein. Mich würde es nicht wundern, wenn der jetzt hier drauf kommt. Nee. Okay. Dann auch nicht. Ich habe irgendwas übersehen. Ich weiß aber leider nicht, was. Kommt der vielleicht hier oben drauf? Vielleicht da oben auf den Turm? Nein. Okay. Auf der Kiste im Steinkreismodell habe ich einen goldenen Griff gesehen. Was? Okay, das ist mittlerweile der Steinkreis, das weiß ich. Ein goldener Griff. Ja, der hier. Und? Ach, jetzt geht's auf einmal auf. Vorhin ging's nicht auf. Ach, Mann, Mann, Mann. Wo ist die Uhr? Die ist da. Und wieder ein Loch. Dieses Mal ist es eine Eule. Und wir haben ein Schiff. Da wissen wir doch, wo das hinkommt. Ich muss halt komplett raus, das ist doch. So, das Schiff. So. So. Und wieder einmal eintauchen. Was haben wir da? Einen Schlüssel. Aber das ist echt geil gemacht. Und hier werden wir auch gleich wieder eintauchen dürfen. Ja, ja. Okay, das haben wir. Hä? Ein Raum in einem Raum. Okay. Okay. Und da kommt jetzt die Murmel drauf.
Das ist wie so eine Art Leuchtturm. Und jetzt? Ja, das war einfach. Oh, ich kann mich umgucken. Ja. Ah, okay, ich bin auf jeden Fall safe. Irgendwas muss ich machen. Aber was? Hä? Ich kann das hier nicht drehen. Am Zylinder im Käfig mitten in der Lampe gibt es eine Nische. Wie kann ich sie erreichen? Ja, ich muss die Teile hier irgendwie drehen. Wow. Wow. Okay, das ist schon mal eingerastet, das ist sehr gut. So. So. Und wieder eine Pyramide. Und das war das Tutorial. Dieses Mal über volle 3 Folgen. Damit beende ich jetzt die Folge, aber auch wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.